Hallihallöche Leute, willkommen zu einem weiteren Part von Let's Go Pikachu in der Pokémon-Edition. Genau. Heute, Leute. Ja, ich bin im letzten Part, beziehungsweise wir haben im letzten Part ja den... Nee, wir haben die Route gemacht, genau. Der letzte Part, den ich geschnitten habe, das war die Arena. Ich habe auf jeden Fall mich ein bisschen drum gekümmert, dass wir jetzt endlich diese blöden Vulkanos da haben. Kann ich euch mal eben zeigen. Ich habe da sehr viele Vulkanos gefangen. Ich habe allgemein ein bisschen aufgestockt und ein paar Pokémon habe ich auch zu Professor Eich gesendet, damit wir die ganz speziell Pokébonbons kriegen. Kann ich euch mal zeigen. Eben sowas wie Flottbonbon, Robustbonbon, Grips und so weiter und so fort. Sehr gute Sache, wie ich finde. Also ist es nicht verkehrt. Kann man bestimmt gut einsetzen. Also ich habe mich da noch nicht mit beschäftigt. Aber auf jeden Fall, Vulkanos haben wir schon mal erledigt und da will ich doch immerhin zu den Typen hier rennen. Oh, du hast also 5 Vulkanos gefangen. Ich halte mein Versprechen und überreiche dir mit dieser Freude dieses hervorragende Pokémon. Ein Snubbly Cat. Dankeschön. Wäre aber auch nicht nötig gewesen. Es trägt ein leuchtendes Juwel, das stört zusammen mit seinen anmutigen Gang und wirkt es dadurch elegant wie eine Königin. Du hast das Snubbly Cat in deiner Box abgepackt. Wenn sich das wunderbare Katzenpokémon in Mauzi wickelt, wird das Snubbly Cat. Ha ja, egal wie viele Pokémon ich auch sehe, Snubbly Cat ist und bleibt das Prächtigste. Du willst wissen, warum ich dich Vulkano gefangen lassen habe, obwohl ich ein Fan von Mauzi bin und Snubbly Cat bin? Ich wollte herausfinden, ob du trotz all der prächtigen Vulkano erkennst, dass einfach nichts über Katzenpokémon geht. Nein, bin ich nicht der Meinung. Ich bin definitiv ein Hundemensch. Also, es gibt ja... Auf der Welt gibt es 2 verschiedene Arten von Menschen, die Hunde und die Katzenmenschen oder die Leute, die gegen beides Allergie haben, also 3 Varianten oder welche, die alle Tiere hassen, also 4, was ich nicht nachvollziehen kann, aber es soll diese Menschen geben, aber auf jeden Fall, ich bin auf jeden Fall ein Hundemensch. Also wenn man mit Leuten redet, erkennt man doch relativ schnell, wer was ist. Also ich fand bisher, Hundemenschen waren immer sehr freundlich, sehr freundlich halt. Oh. Ja, du bist schon wieder ein Blumenstümmel, Mann. Aber auch richtige Dummbatze. Können sie auch sein. Und, ja. Katzenmenschen finde ich immer relativ eingebildet und alles. Aber es ist so ein bisschen Persönliches zu finden. Wie ich das bisher herausgefunden habe in meinem Leben. Ja, auf jeden Fall, ja. Das wäre mein Thema dazu gewesen. Mehr habe ich dazu eigentlich nichts zu sagen. Wir wollen jetzt einmal durch die dicke Höhle. Der sollte jetzt ja nicht mehr das Problem sein. Da können wir jetzt ja durchlatschen. Oder ist ein Zubat? Nein, Zubat! Ich renne rein. Yay! Hallo, Zubat. Es ist übrigens viel leichter, im Handheld-Modus zu spielen, habe ich gemerkt. Der gute Broti hatte da durchaus recht in seinem Kommentar, den er mir geschrieben hat. Ah, die kriegt schon einfach fabelhaft und dann geht es trotzdem nicht im Pokémon, was? Zur Hölle. Okay. Ja, der hat das irgendwann mal ein Part geschrieben und für die Vulkanos habe ich das halt ganz gemütlich im Bett gemacht. Weil ihm die Vulkanos zack, zack, zack gefangen. Da war ich da relativ zufrieden damit. Oh Mann, ey! Das ist Zubat. Und jetzt helfe ich daneben, wow. Okay. Dann hau halt ab! Brauchte ich sowieso nicht. So, Dickda. Da sind noch mehr Dickdas. Habe ich jetzt schon eigentlich eins gefangen? Ja, müsste ich eigentlich, oder? Doch, ich hab schon eins, nicht? Ja, ich hab schon eins. Ja, doch, Moment, das prüfen wir mal nach. Ich müsste aber eins für Major Bob gefangen haben. Da. Ich hab's schon gesehen. Alles klar. Gut. Hab nicht an mir gezweifelt. Ich war da relativ sicher dabei. So. Jetzt sind wir fast oben. Bei der Leiter. Bei der Leiter. Und in dieser Leiter ist nochmal ein Typ. Hallo, Typ. Ich habe gehört, dass es irgendwohin noch ein viel dunkler Tunnel als ihn hier geben soll. Ja, das müsste der Felstunnel gewesen sein. Und wir sind wieder irgendwo am Start. Und da hinten war nochmal ein Item, nicht? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, wo muss ich jetzt eigentlich lang? Ist gerade die große Frage. Ich bin mir gerade nicht mehr so sicher. Moment, wir machen bestimmt eine Karte oder sowas. Ja, Map. Muss man eben gucken. Ah, oh, die Karte sieht hübsch aus. Das ist eine hübsche Karte.
Ich glaube, bei Azuria City müssen wir jetzt wieder lang, nicht? Ja. Ja, doch. Da oben geht's lang. Genau, genau, genau. Hier ist nämlich das Relaxum-Weg und da oben. Hier kommen wir sowieso nicht lang. Ich weiß nicht mehr warum, aber es ging da nicht lang. Stimmt, wir müssen ja erstmal durch die Stadt. Ich bin auch ein Vollidiot. Gut, dann müssen wir nach Azuria City und dann nach rechts raus. Okay. Aber wir wollen hier erstmal die Sachen erledigen. Es gibt hier ein bisschen was. Unter anderem müsste hier eigentlich ein Item liegen. Oder auch nicht. Okay. Gut, was haben wir denn hier? Hallo TK! Erinnerst du dich noch an mich? Ich bin Professor Eis Lieblingsassistent. So, entschuldigt für die Unterbrechung. Das war... Ich habe natürlich wieder ein klasse Timing mit dem Aufnehmen. Gut, dass ich dich treffe. Ich will dir was zeigen. Aber hier ist es ein bisschen zu hell dafür. Am besten, wir gehen dafür kurz ins Haus. Ich warte drin auf dich. Moment, das ist, glaube ich, die Blitz oder so. Oder der irgendein Item, was mir die Blitzfähigkeit gibt. Ah, da bist du ja. Dann zeige ich dir am besten gleich, wovon die Rede ist. Es ist nämlich endlich gelungen, die Geheimtechnik Lichtflut zu meistern. Augenblick, ich dunkle mal eben den Raum ab. So, das sollte dunkel genug sein. Jetzt heißt es Konzentration. Ich werde eins mit meiner Umgebung. Einmal tief durchatmen und jetzt flute ich den Raum vor meinem inneren Auge mit Licht. Siehst du, jetzt sieht es hier noch drin wieder hell aus. Obwohl das Licht immer noch raus ist. Du fragst dich nun wahrscheinlich, wie das möglich ist. Es funktioniert so. Durch meine Konzentration kann ich die Umgebung spüren und vor meinen Ja. Die schiere Intensität meiner Konzentration überträgt diese innere Erleuchtung auf jeden in der Nähe, also auch auf dich. Pika Pikachu. Huch, will mir Pikachu etwa sagen, dass es die Geheimtechnik am liebsten selber erlernen würde? Wie bitte, es hat die Geheimtechnik Spaltschild auch schon ohne weiteres erlernt? Da bin ich aber sprachlos. Professor, ich hätte eine, zwei erwähnt, dass... Ah, der ist so... Ich muss dich jetzt unbedingt widersprechen, weil das ein dummer Batz ist. Dass dein Pikachu kein gewöhnliches Pokémon sei, aber das überschneidet meine kühnsten Träume. Einfach faszinierend, ich werde mein Bestes tun, um ihn die Geheimtechnik beizubringen. Aber das muss ich zuerst den Raum wieder dunkel werden lassen, einen Augenblick. So, es kann losgehen, Pikachu. Das ist so dumm gerade. Jetzt heißt es Konzentration. Werde eins mit deiner Umgebung. Einmal tief durchatmen. Und jetzt tut er den Raum vor deinem inneren Auge mit Licht. What the fuck? Dein Pikachu ist einfach unglaublich. Ich hoffe, ihr macht fleißig Gebrauch von meiner Geheimtechnik. Und vergiss nicht, Geheimtechniken sind keine Attacken. Dein Partner-Pokémon kann sie auch einsetzen, wenn es kampfunfähig ist. Ich will meinen Blitz wieder haben. Ich vermisse meinen Blitz. Mit der Hilfe der Geheimtechnik Lichtflut kannst du den Fels unnötig queren. Weißt du, wo der ist? Geh von der Zürich City aus der Osten, dann bist du auf dem richtigen Weg. Ja, das ist jetzt unser nächstes Ziel. Da wird es auf jeden Fall dieses hinauslaufen. Oh, hi Maser. Hey TK, hast du dir auch die Geheimtechnik von Professor Eis Assistent beibringen lassen? Hä, was? Er hat sie Pikachu an deiner Stelle beigebracht? Dein Partner zeigt also wie gewohnt allen, wo der Hammer hängt. Echt cool. Oh, weißt du was? Ich glaube, ich kenne einen Ort, wo ihr die Geheimtechnik ausprobieren könnt. Wie wär's, soll ich dich hinbringen? Will er mich jetzt in sein dunklen Kammerchen... Nein, ich gehe dann lieber selber hin. Oh, achso, okay. Und du kommst ganz sicher allein zurecht? Ja, ich bin lieber allein unterwegs. Alles klar, dann erkläre ich dir besser den Weg. Halt die Klappe, Maser. Verpiss dich. Danke. Entschuldige, das ist, ja, das war gerade... Das ist immer wieder das Gefühl von Sonne und Mond. Du wirst so an die Hand genommen und das ist unangenehm. Ich will hier alles selber erkunden. Vielleicht begegne ich ja irgendein Spezial-Pokémon irgendwo. Ich meine, ich werde den Mondberg gleich cutten. So. WP ist eine Abkürzung und steht für Wettkampfpunkte. Wettkampfpunkte, genau. Ja. Okay. Leute, die Geheimtechniken benutzen können, finde ich einfach cool. Kannst du das auch? Ja. Naja, gut, mein Pikachu kann das. Gut, was haben wir hier noch? Ja. Hier lag doch, genau. Ein Item. Ich wollte es gerade sagen. Oh, ein Blattstein. Na gut, ist nicht so... Stärkungstasche? Moment. Hatten wir die schon mal? Ja.
Blattstein. Warum ist das... Ja, ich bin von diesem Spiel einfach nur verwirrt. Das ist ein super Trank, danke. Ja gut, ist okay. Ich bin von diesem Spiel teilweise echt nur so ein bisschen so, hä? So, Pikachu, hast du hier irgendwo was? Ne, okay, sein Pikachu-Sinn schlägt nicht aus. Dann wollen wir ihn mal wieder weg. Das war mal wieder Route 1. Beziehungsweise die Route vor Mamoria City müsste das gewesen sein gerade. Ja. Ja, doch, das war die. Da war die Route vor Mamoria City. Jo! Ah, ich hätte gerne den Fahrrad-Coupon, aber ich glaube, den kriegen wir jetzt. Oder kriegen wir hier überhaupt ein Fahrrad? Müssten wir ja eigentlich, oder? Bootsticket, Autogramm. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem Autogramm anfangen soll. Naja, egal. Von und einmal. Back to the Orania City. Und dann einmal nach oben. Und dann. Ihr kennt den Weg. Ich könnte ihn jetzt gerade skippen, aber ich habe gerade Lust, mal den Rock Simulator 2019 zu spielen. Jetzt haben wir noch gleich den langen, langen Tunnel vor uns. Ja, da oben kommen wir ja sowieso noch nicht durch. Moment, ist das immer noch der Typ, der sagt, hey, ich bin voll durstig und so, weiß Bescheid nicht. Kennt ihr ja? Müssen wir mal gucken. Ja, holst du deine Pokémon auch manchmal aus dem Pokémon, gehst mit ihnen spazieren. Wenn sie plötzlich ganz aufgeregt irgendwo stehen bleiben, ist das ein Zeichen dafür, dass sie ja ein Item gefunden haben. Oder an Blumenstuppern wollen. Wir kennen das ja. Wenn ich meine Arbeit doch nur immer nicht immer so ernst nehmen würde. Ich hab solch einen Durst, aber ich kann hier nicht weg. Jetzt eine Tasse Tee, das wär's. Halt, hier darf im Moment niemand durch. Ja, gut. Ja, das ist unser nächstes Ziel. Denn wenn wir irgendwann mal in Safro in der City sind, bei der alten Dame den Tee abholen. So, dann aber schnell durch diesen Tunnel hier. Bam 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 bam. Mal wieder diese Treppe hier nach oben. Ich hätte es vielleicht doch wegkarten sollen, weil singen kann ich ja wohl nicht. So. Ja. Jetzt sind wir, denke ich mal, genau. Jetzt geht's hier nochmal nach oben. Weh, hier spawnt gleich ein Abra. Also Abra ist immer noch so ein Pokémon, das hätte ich ganz gerne, aber irgendwie bislang noch keinen Erfolg damit gehabt. War doch rein, oder? War ich doch wohl, ja. Ja, ja. Gut. Team ist auch noch soweit richtig aufgestellt. Sehr schön. Gut, dann wollen wir doch mal nach Azuria City durch kurz und dann nach hier. Der Schaukel war mit einem gezielten. Ja! Pikachu, mach dein Ding! Do your thing, man! So, da oben haben wir wieder Käfersammler und noch mehr Trainer. Ja, viel mehr Trainer. Oh, du hast Pokémon dabei! Jemand wie du bist vielleicht die Beute für mich! Ja, versuch's. Versuch dein Glück. Ich werd's dir nicht so leicht machen. Die Amelie. Mit einem wunderschönen kleinen Evoli. Ah, 21. Okay, die ist tatsächlich schon wieder ein bisschen stärker. Aber nur minimal. Na gut, die anderen beiden. Meine wichtigen Pokémon sind ja alle vom Level her drüber. Aber wir wollen halt Vulcano hinterherziehen. Vulcano soll ja auch irgendwann mal ein starkes, starkes, prächtiges Arcani werden. Ich muss sowieso mich mal informieren, ob Vulcano noch irgendwas lernen kann. Hier in diesem. Dieses Spiel, was die Attacken ja so ein bisschen geändert hat. Vulcano? Ja, danke. Ich dachte gerade, hä, das Spiel. Eigentlich übrigens letztens. Ein modernes Spiel ist abgeschossen. Kingdom Hearts 3. Das bin ich ja gerade wie blöde am Spielen immer abends, wenn ich gerade die Zeit habe. Und wenn ich nebenbei rendere. Und, ja. Ich habe in der Welt von Toy Story einfach mal das Spiel zum Abstürzen gebracht. Und einfach gecrashed. Also einfach weg. Auf und davon.
Au. Das hat weh. Und weg damit. Du floorst down. Wunderbar. Hey. Sieg über ganzer Linie. Level 19. Ja, ich muss mal mich informieren, ob los, bleibt bei euch down Level. Das ist doch gut. Und Pikachu auch. Level Party hier. Hoch, du bist aber stark. Du gewinnst ein bisschen Geld und ein bisschen Pokebälle und ein bisschen mehr Stuff und ein bisschen weniger Stuff. So, nochmal den Wanderer eben besiegen. Hallöchen. Ah, du kommst gerade recht, mir ist zu langweilig und so. Keine Ahnung, den Dialog habe ich gerade übersprungen. Hallo Dimitri, was hast du denn? Ein Onix. Okay, das ist, glaube ich, mal Zeit wieder für Shilockman. Das geilste Pokémon auf der Welt. Nach Shigi. Na, würde ich nicht sagen. Also Shilock mag ich nicht so gerne. Das ist wieder so typisch drin. Zweite Entwicklung der Starter. Die kommen ja meistens am wenigsten an. Oh nein! Ich weiß jetzt nicht, was ich tun soll. Oh, es ist schneller als ich. Na gut, es ist auch ein Onix. Es ist auch ein Onix. Da ist das schon. Ist das schon so? Oh nein, das schmeißt mit Stein. Das war ein Crit, okay. Ah, wie cool, der Strahl feuert tatsächlich in sein Gesicht rein. Und das wurde auch so animiert, dass es auch tatsächlich in diese Richtung zielt. Ist schon cool. So, Dankeschön für die. Das Level Up. Noch bin ich nicht geschlagen. Oh, ich habe keine Pokémon mehr, denn wohl doch. Warum schenken die mir eigentlich Pokémon-Bälle? Es ist und bleibt mir ein Rätsel und ich werde es mir auch nicht erklären können. Gut, dann mal gucken. Vielleicht schauen wir noch ein, zwei Trainer heute. Bam, badum, bam, 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 bam. Ein Ibitak. Hallo Ibitak. Hallöchen. Verdammt. Ach. Das wird doch nie was. Ah, danke. Einmal getroffen von 50. Ja, gut, das war abzusehen. Das war ein guter Wurf, aber leider ist Imitak ein Arschloch. Dankeschön. Na gut, Imitak wurde gefangen. Bisschen anders hinsetzen. Dieses Pokémon gehört einer sehr seltenen Spezies an. Sehr alten Spezies an. Bitte das Gefahr, so fliegt es sofort in große Höhen davon. Hm. Okay. Okay. Ein Ether. Oh je. Und ein Käfersammler. Hallo. Mein süßer Käfer-Pokémon, los im Angriff! Gut, den machen wir heute noch und dann würde ich sagen, der Part wäre damit vorbei. Guten, Lauritz, was hast du denn? Ein Paras. Wird, denke ich mal, kein Problem sein für Vulcano. Dann mache ich das mal platt. Dankeschön! Ja, das war abzusehen. Das war abzusehen, Leute. Meine Käfer-Pokémon. Oder mein Käfer-Pokémon, eher gesagt. Jo, Leute. Ich denke mal, das wäre es wert gewesen. Ich gehe bis zum nächsten Part. Nochmal eine Runde heilen. Und sehr radikal, nicht? Die provoziert schon ein bisschen. Naja, Leute, ich würde sagen, bis zum nächsten Part von Let's Play Pokémon Let's Go. Ich habe gerade die Befürchtung gehabt, dass es darüber springt.
Ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann und bye bye.